Guten Morgen. Heute will ich mal zeigen, wie man Holztore einfärbt. Weil ich da noch gefragt wurde, bevor ich das in vielen Worten niederschreibe, mache ich ein Video dazu. Schön auflegen und es kann losgehen. So, noch etwas Schwarz vom Baumarkt, dann von Revell die Aqua Color Hellgrau. Und braun, Dark Erde. Eine Pinzette zum Festhalten. Hier habe ich schon mal eins vorbereitet. Hier sind auch Scharniere dran, weil die Türen dann eben für meine Ziegelscheune dann eingehangen werden, damit die eben beweglich sind. So, die legen wir mal kurz zur Seite und jetzt tun wir die bemalen. Etwas Wasser. Ja, nun haben wir schon wieder Januar. Die erste Maßnahme war es auch schon wieder hinter mir. Und ich muss ja sagen, ich hoffe ja noch auf einen Corona-Urlaub. Denn wer es noch nicht weiß, ich bin eher ein Einzelgänger-Typ. Und mir macht die Ruhe, die Einsamkeit zu Hause nichts aus. Und Langeweile oder sowas kommt bei mir ja auch nicht auf. Ich habe meinen Modellbau. So, hier kommt jetzt noch etwas Schwarz. Beides wird eben nass in nass gemacht. Und das wird so lange wiederholt, bis die Türe oder bis es farblich dann eben ein so gefällt. Das Ganze muss man dann noch zweimal machen. Kommt eben drauf an, wie es einem selber gefällt. So, die hatte ich auch schon. Eins, zweimal. Achtmal. Pinsel auswaschen. Den Pinsel nehmen wir nicht. Wir nehmen so eine etwas mit Kunsthorn, der auch etwas fest ist. Dann nehmen wir noch eine Pappe zum Ausstreichen der grauen Farbe. So. Der Pinsel, die Farbe muss trocken sein.
geht man ganz vorsichtig, ganz sachte drüber. Das nennt man Garnieren. Am besten hält man es dann eben, garniert man nicht für längs, sondern für quer. Weil man da besser in die Fugen reinkommt, denn wenn man für so garniert oder pinselt, dann geht man ja mit den Fugen und da bleibt die Farbe kaum drinne. Aber quer, da geht man gegen die Fuge und da bleibt es eben drinne. So. Wichtig ist dann eben immer gleich die Pinsel sauber machen. Und das ist eben alles hier Wasserfarbe. So, man könnte jetzt noch, wenn man will, das lasse ich mal hier, aber noch etwas Farbe, falls die Türe schwarz brauchen wir nicht mehr, beziehungsweise das Tor noch etwas Farbe haben sollte, da gucken wir mal, was uns da gefallen könnte. Schwarzgrün, ne, Moosgrün, ne, Seegrün. Ja, so schon ein bisschen alt. Mal gucken, ob wir es noch mal hinbekommen. Ja, das ist das Gute bei Wasserfarbe. So, das streicht man jetzt auch etwas aus. Und jetzt wieder längs mit ganz leichten Pinselbewegungen. Tut man jetzt noch etwas Grün aufbringen. Ich werde mir ja sowieso demnächst bald ein paar andere frische Farben bestellen. Vielleicht auch in Tuben. Mal sehen. Vielleicht gehe ich auch auf Acrylfarben. Aber da muss ich mich erstmal noch belesen, wie die Eigenschaften sind. Grau lassen wir hier. Das Ganze kommt dann hier drauf. Na ja, lassen wir jetzt auch mal so. Und machst du das scharf? Und so sieht die Türe doch schon, oder das Tor, schön aus.
Schön alt. So, und hier bei den Scharnieren werde ich dann noch ein paar Beschläge drauf machen. Und die werden dann etwas rustig gemacht. Und das war's erst einmal. Tschüss, Tino.